bin ja mal mega glücklich, heute hier zu sein. Weil dieses ganze Thema Geld, das ist auch komplex, ne? Ich werde euch jetzt ganz viel andersrum. Fangen wir mal an mit dem, was wir eigentlich auf der Agenda stehen haben. Wie geht das Ding hier an? Achso. Und muss ich hier noch was machen? Der 5. Der 5, ne? Genau. So ist das, ne? Diese Abholen. Vielen Dank. Ja, das ist unser Logo, Mehrwert, ne? Und das daneben ist John Life, das ich, ja, so, ich sag mal, eher so im geistlichen Sinne mache. Und ich habe jetzt mal beide Logos drauf gemacht, weil ich mache irgendwie so beides heute Abend und erzähle euch beides. Und das Thema ist ja, was bringt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei sein Leben zu verlieren? Und ich glaube, das Thema ist relevanter heute denn je. Und das trifft vor allem auch euch und auch mich und alle anderen da draußen. Und von daher finde ich es total cool, dass ihr heute hierher gekommen seid, um euch dem Thema einfach mal zu stellen, weil dafür haben viele Leute nämlich echt Angst. Ich werde im Laufe des Abends mal ein paar Worte zu mir verlieren, ein bisschen erzählen, was Gott so in meinem Leben macht und gibt es ein paar verrückte Dinge. Und da gibt es vor allem... ist das Wichtigste eigentlich, es geht eigentlich gar nicht um mich. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich hier vorne stehe, sondern es geht vor allem darum, dass ihr eure Herzen aufmacht. Und dass ihr darauf hört und das jetzt einfach mal zulasst, dass das, was ich euch sage, einfach mal euch ankommt. Und ihr werdet, oder ich wünsche es mir zumindest, heute Abend verändert durch diese Tür gehen und vielleicht wird sich euer ganzes Leben jetzt nicht von 100, also eine 180-Grad-Wendung machen, aber ich wünsche mir, dass ihr einfach so ein paar Gedanken mitnehmt, wo ihr einfach auch mal mit Gott drüber redet. Genau. So, jetzt erzähle ich gleich viel von mir. Ich kenne euch jetzt aber auch gar nicht. Ne? Deswegen wäre es jetzt mal total cool. Ich habe jetzt zwei Fragen an euch. Wenn ihr jetzt mal kurz so die Augen zumacht, das sind die zwei Dinger links und rechts neben der Nase. Wenn ihr die jetzt mal zumacht, dann wird es recht dunkel. Und wenn es noch nicht geklappt hat, dann macht es jetzt nochmal. Irgendwann klappt das. So, und jetzt stelle ich euch eine Frage. Wer von euch ist völlig überzeugt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass der am Kreuz war und dass der dann auch auf wundersame Weise einfach wieder aufgestanden ist? Dann wäre es total cool, wenn jetzt alle, die immer noch die Augen offen haben, einfach mal zumachen, weil ich sehe das nämlich. Und dass die Leute, die da das mit Ja beantworten können, mal die Hand heben. Ihr könnt es auch leicht heben, damit es nicht auffällt. Okay, cool. Gegenprobe. Wer glaubt das noch nicht so hundertprozentig, ist nicht schlimm. Ich habe euch trotzdem lieb. Also ist echt zu viel. Okay, Augen zu, ne? Okay. Naja, schlafen gar nicht so viel, ist gut. Okay, könnt ihr Augen aufmachen? Damit kann ich was anfangen, weil jetzt weiß ich so ein bisschen, auf welche Themen ich genauer eingehen möchte. Und bevor ich jetzt hier weiterschwalle, mag ich mal kurz beten. Ich mag nämlich mit diesem Gott, den ich total gern habe, mal kurz... quatschen, ne? So. Vater, ich mag dir von ganzem Herzen einfach dafür danken, dass wir heute hier sind. Und ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der heute hier ist und diesen Wunsch hat, einfach mehr von dir zu erfahren. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen, meine, die sind immer so verbittert, dass du die aufmachst und dass du hineinkommst. Und dass nicht ich rede, sondern du redest. Und dass wir einfach mal spüren dürfen, dass hier mal ein bisschen was anders ist im Raum als da draußen. Und ich wünsche mir, dass du in unseren Herzen so einen Anker setzt, der einfach nicht verloren geht. Dass wir das in unserem Alltag einfach auch wahrhaftig werden lassen, was wir von dir gesagt bekommen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. So. Dieser Vers, ne? Was bringt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei sein Leben zu verlieren? Mir ist ja eigentlich scheißegal, wo der steht. Ne? Also das Glückliche für mich ist, dass der in der Bibel steht. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass das jeder Mensch begreift. Ja? Ob Christ oder nicht Christ, völlig egal. Weil das hilft dir nämlich, wenn du so ein paar Prinzipien eigentlich davon in deinem eigenen Leben verwirklichst. So, jetzt will ich euch nicht länger auf Folter spannen. Vielleicht interessiert es einen oder auch nicht. Ich erzähle mal kurz, was ich so gemacht habe. Also ich habe mal...
weil ich habe eine Bewerbung geschrieben und dann habe ich eine Zusage gekriegt. Dann habe ich gesagt, gut, das reicht auch mit der Mühe für Bewerbung. Ne? Dann habe ich Bankkaufmann gelernt. Und ich sag euch, ne, da fragst du dich irgendwann, na, was soll der Scheiß sein? Also, naja, aber ich habe mir gedacht, gut, Gott, pass auf, wenn du, ich habe dir mein Leben gegeben und wenn du das willst, dann mache ich das jetzt mal. Und dann kam auch ein Freund von mir auf mich zu und hat gesagt, pass auf, du kennst dich ja mit Wertpapieren aus, komm doch zu mir in die Vermögensverwaltung. Mhm. Wir waren damals 8 Leute und ich habe das dann auch gemacht. Und ich dachte mir, na gut, jetzt mit den Krediten hast du es nicht so, versuchst es halt mit Wertpapieren. Und habe dann Mandanten betreut, also überwiegend Vermögende, so mit ein paar Millionen Euro, so ein Mensch, ne? Und ich sag euch, da denkst du irgendwie, na, geil, ne, nur reiche Menschen um dich rum, ne, alle fahren so dicke Autos und wir hatten mal echt eine hammergeile Zeit. Wir hatten dann nämlich noch mal hatten wir so eine Idee, wir gründen noch ein Unternehmen, das haben wir auch gemacht, 2007 haben wir das gemacht. Und dieses Unternehmen, das ein Emissionshaus, bitte nicht mit CO2-Emissionen verwechseln, sondern das macht, also dieses Emissionshaus, das ist eigentlich eine Investmentgesellschaft und die macht geschlossene Fonds. Ne? So, ne? Kommt ihr noch alle klar? So geschlossene Fonds sind eigentlich nichts anderes. Sind eigentlich nichts anderes als große Projekte finanzieren mit ganz viel Geld von Anlegern. Und dann haben wir so Projekte gemacht, so was total Soziales auch. Wir haben ein Krankenhaus gebaut in Abu Dhabi, also wir haben angefangen zumindest damit. Und wir haben Immobilienprojekte in Rumänien, Bulgarien, China gemacht. Und ich war dann auch immer viel in Abu Dhabi und ich war in China. Und ne, dann musste da mit so komischen, so Schallobahal-Behauptbaus-Schallobahal, musste verhandeln, ne, dass du da auch so Lizenzen kriegst für so ein Krankenhaus. Haben wir auch gemacht. Naja, und wir haben auch ganz viel Geld verdient. Wir haben auch dicke Autos gefahren. Wer mich kennt, der weiß das. Die waren auch alle weiß, die Autos, weil das war uns wichtig. Und wir haben auch ganz doll unser Büro umgebaut. Das war auch richtig schick. Ne, so mit Dachterrasse. Ne? Und da kannst du mal zum Telefon rausgehen, wenn es zu warm drin ist. Und das war auch cool, machst da dann auch so Geschäftsführerausflüge, ne? So Besprechungen, musst du dann auch unbedingt am Roten Meer machen, so mit Safari in Ägypten, ne? Musst ja auch tauchen gehen, ne? Weil du musst mal relaxen auch, ne? Wenn du mal was geschafft hast. Ne? Naja, haben wir auch gemacht. Und da denkst du dir, geile Hotels, Business-Class-Flüge, das ist geil. Ne? Und so viel auch zum Thema, also ich hatte auch mal mehr verdient als heute. So, und dann kommt so ein verrücktes Ding, das nennt sich Konjunkturzyklus. Und 2008, 2009 war die Kacke ganz schön am Dampfen. Und dann stehst du da mit deinen ganzen Verbindlichkeiten, weil ne, Autos kauft man nicht bar, die liest man. Ne, nicht lesen, sondern die liest man. Und dann hast du mal echt ein Problem, wenn die Kohle nicht kommt, wie sie soll. So, und dann hast du noch so einen coolen Partner, den ich eigentlich liebe als Mensch, ne, aber trotzdem hat er so ein Partner gemacht, die fand ich nicht witzig. Und dann haben wir so 100 Leute beschäftigt in der Spitzenzeit. Und dann, stellst du fest, die Kassen sind leer, ne? Wir haben dann uns im Vorstand zusammengesetzt und haben dann mal gesagt, so, also wissen tun wir schon mal, dass das so nicht weitergehen kann. So, jetzt gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Ich habe gesagt, also okay, passt mal auf. Plan A mache ich mit, aber Plan B mache ich nicht mit. Weil ich will nachts noch schlafen können. Und das war schon schwierig zu der Zeit, weil wir haben ja Mandanten begleitet. Und wenn du mal so in der Vermögensverwaltung bist, ne, und so mal reiche Leute berätst, dann passiert das, dass wenn die da mal Geld verlieren, so von 1 Million auf 800.000, meinst du, ist noch genug, ne? Dann ruft dich die Frau plötzlich nachts um 12 an und sagt, ihr Mann kommt nicht mehr nach Hause. Und du bist schuld. Was meinst du, was da los ist? Da gehen wir die Pufe. Da kannst du nachts nicht schlafen. Und da habe ich mir gedacht, was stimmt in diesem System nicht? In den USA kommt zu der Zeit, weil Lehman ist ja pleite gegangen dann, kurz, ne? So kravum, ne? Und Überraschung, unser Geld ist nichts mehr wert, ne? Eine verrückte Sache. Und dann geht das, und der hat da mühsam, hat so ein 50-Jähriger versucht, 2 Millionen zur Bank zu schleppen und dann hat er 500.000 verloren, ne? Meinst du immer noch, 1,5 müssten reichen. Da kommt der Idiot auf die Idee, Sprengstoff zu kaufen und die Bank in die Luft zu jagen, dort wo er es angelegt hat. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, nee, ich glaube, ich mache was falsch. Und wenn ich was falsch mache und dabei auch noch ganz viele Leute berate und die Leute auch noch alle zu mir kommen, weil sie wollen ja sicher und Rendite haben, ne,
irgendwas funktioniert hier nicht. Und da hast du Bock noch zu studieren, ne? So Investmenthaftet, jeden Samstag morgens um 4 Uhr raus nach München fahren, ne? Und dann wirst du da in diesem Sparkassenzentrum, haben wir dann so eine Vorlesung gehabt, dann gehst du raus, da ist ein Markt, ne? Und dann pöbeln die Leute dich an, dass du denen das Geld geklaut hast. Ne? Also ich habe ja nichts gemacht, ne, eigentlich, aber da denkst du dir, was mache ich hier eigentlich? Ne? Für was lerne ich diesen Vollschwachsinn eigentlich? Ne? Ökonomie, Keynesianismus, ne? Mikro, Makro und hast du nicht gesehen? Ne? CFDs, Corporate Default Swaps, ne? Ausfallversicherung für Kredite. Ne? Boah, ey, da geht ja echt. Ne? So, und dann war klar für mich, also dieses Unternehmen, das wir gegründet haben, das war zwar schön und nett, aber ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Mir hat es gereicht. Und da habe ich gesagt, okay, Gott, du bist ja Chef, ne? Ich gehe da jetzt raus, weiß noch nicht so richtig, was ich jetzt mache, aber ich mag nicht mehr. Und vor allem sage ich dir jetzt mal eins. Wenn du dieses komische Weltall und diese Welt und uns Menschen und eigentlich alles gemacht hast, dann hast du echt einen Riesendenkfehler beim Geld gehabt. Weil ich erkläre dir das mal, das funktioniert so nicht. So, und dann habe ich gesagt, aber ich gebe dir eine einzige Chance. Ich will, dass du mir erklärst, wie dieses Ding eigentlich wirklich funktioniert. So, und dann, ich bin in der christlichen Familie groß geworden, da meinst du, hast die Bibel gelesen, ne? Und dann guckst du mal mit dem Thema Geld, dann fällt dann plötzlich auf, so, na, guck mal, 500 Verse Gebet, 500 Verse Glaube und über 2000 Verse Geld. Da denkst du, ach so, du wusstest wohl, dass uns das echt schwerfällt. Und da habe ich gesagt, na gut, pass auf, das machen wir jetzt. Ich kümmere mich drum. Ich gehe gleich auch mal in ein viel besseres Unternehmen, bin dann in die Photovoltaikindustrie gegangen. Weil wir machen Sonne zu Strom und ist eh viel besser. Naja, und dann haben die Geld gebraucht für so eine Technologieentwicklung und Private Equity, habe ich mich auch drum gekümmert dann. Aber ich habe irgendwie gewusst, boah, ey, das EEG und alles subventioniert und funktioniert es und dann auch Garantien und so. Ne? Also war auch alles schon wieder ein bisschen gierig, diese Welt da. Und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht so das, was ich will. Ich habe eigentlich dann gesagt, nee, ich will zurück in die Beratung, weil ich glaube, das, was Gott mir gesagt hat, das könnte ganz vielen helfen. Und vor allem will ich auch mal darauf achten, was passiert mit dem Geld, weil das weiß immer keiner. Ne? Sobald wir das beim Bankschalter abgegeben haben und gesagt haben, ich möchte eine Sparung für 2% oder ein Tagesgeldkonto, dann ist auch der Rest egal. Was ihr damit macht, ist mir doch scheißegal. Hauptsache, ich kriege meine 2%. So, und da habe ich gedacht, das will ich eigentlich nicht. Ich will mich da ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und wollte das erst selbst gründen, habe mich mit alten Partnern zusammengesetzt, habe dann gesagt, oh, das ist schwierig. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, komm, ruf mal Gottfried Bär an, das ist der Gründer von Herbert, dann habe ich mich mit ihm getroffen. Und ja, jetzt bin ich dran. So. Und wenn du mal selbstständig bist, ne, also gut, mal auch wirklich sagst, pass auf, Gott, ne, ich habe ja keine Ahnung, aber du sollst es haben, dann passieren ganz schön verrückte Dinge in deinem Leben. Ob du willst oder nicht. Und das mag alles ein bisschen crazy klingen für dich jetzt, wenn ich da so ein bisschen auspacke, was ich so die letzten Wochen nur, also war alles dauert zu lang, erzähle. Da guckst du, sag ich dir. So, aber das Wichtigste ist jetzt echt nochmal ganz kurz, volle Konzentration, es geht mal gar nicht um mich. Es geht nicht darum, was Gott in meinem Leben gemacht hat, sondern es geht darum, dass Gott dir zeigen möchte, was er in deinem Leben alles verbringen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass er in deinem Leben noch viel mehr machen kann. Du musst ihm halt nur mal die Hand reichen. Und wie das ergeht, das sage ich dir noch. Ach Mensch, ich wollte eigentlich noch mal kurz... Okay, kurz mal zwei Worte, ein paar mehr zum Mehrwert, damit ihr eigentlich versteht, was wir da wirklich machen. Ne? Also, ja... Gegründet 2010, 18 Partner, begleiten 4000 Mandanten, Experten aus den Bereichen Investmentanlagemanagement, Kapitalversicherung, Sachversicherung, Immobilien, Photovoltaik, Finanzierung, also wir beraten auch, ne? Und ich kann eigentlich nur Investmentmanagement, die anderen können den Rest. Deswegen arbeiten wir auch zusammen, beraten auch zusammen. Und Ziel ist halt einfach, dass wir miteinander denken und gemeinsam handeln, transparent und strategisch arbeiten. Und nachhaltig, sprich ökologische und soziale Ausrichtung einfach. Aber habe ich eh schon gesagt, also egal.
So, habe ich auch schon gesagt. So. Ja, so ist das, ne, mit dieser Technik. Ne? Ein paar extra mühsam PowerPoint, ne, und dann doch für die Katze. Habe ich auch schon abgeguckt. Naja. Was ich euch jetzt mal erzählen will, ist, also da gibt es so eine Bibel, die kann man abschlagen, kann man reingucken, und da gibt es so coole Sachen, da kommen dann so Geschichten. Und diese Geschichte, die ich euch jetzt mal hier gleich vorlese und die ihr mitlesen könnt, weil steht da oben, die hat Jesus nicht vor 2, nicht vor 3, nicht vor 10, nicht vor 15, nicht vor 100 Leuten, sondern er hat gewartet, dass Tausende von Zuhörern kommen, weil er, glaube ich, wusste, das sollten viele erfahren. Und dann steht da, er sagt, macht das im Gleichnis, das macht er öfters, da schreibt er, ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann sagte er, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dann werde ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist für viele Jahre versorgt, ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört denn alles, was du dir aufgehäuft hast? Das ist schon fast so ein bisschen die Antwort auf die eigentliche Frage. Ne? Was bringt es, die ganze Welt zu haben, ne? Und dann das Leben zu verlieren? Da sagt er das dann nochmal. Und das Grundproblem, das mag ich gleich mal gleichstellen, weil da haben wir Christen immer so ein bisschen Maximenprobleme. Das Problem ist nicht, dass der Typ reich ist. Na? Denkt man manchmal, ne? Bettelarm, müsste man sagen. Ganze Geld weg. Ne? Sondern das Problem, und jetzt gucken wir mal hin, da geht es nur um ihn. Und wenn du den Text jetzt mal nochmal liest, und ich mache das jetzt einfach mal, dann steht da, ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann sagte er, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dann werde ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich mir sagen, so jetzt hast du es geschafft. Du bist für viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr. Und das Problem ist ja nicht, dass wir jetzt weiß sind, dass wenn Gott dir das aufs Herz legen hat, treuer Geber bist und alles tust, was er ihm sagt, dann kann das passieren. Kann auch passieren, wenn du es nicht machst, aber wirst du nicht glücklicher. Weil, habe ich euch erzählt, ne? Ich sag mal, ne? 2 Millionen haben, dann nur noch 1,5 und zu Tode betrübt. Und das Problem ist doch eigentlich, dass Gott sagt, hör nicht auf, dir ständig Gedanken zu machen, was du tun sollst, sondern frag gefälligst einfach mal mich. Weil ich habe den ganzen Laden doch gemacht. Und wenn ich den Laden gemacht habe, weiß doch ich, was du zu tun hast. So. Kommen wir mal gleich zum Schlimmsten für uns Christen. Also, ich erkläre nämlich jetzt, wie das geht. So, und jetzt kommt so ein Wort, da gehen bei manchen die Nackenhaare hoch. Und das heißt nämlich der Zehnte. Ach du Scheiße, ne? Ich wusste, dieser Christ da vorne, der will nur mein Geld. Ne? Und dass der sich auch, ne, der gibt sich mit meinen Spenden aber auch nicht zufrieden, ne, sondern der will immer mehr haben. 10% will er haben. Mhm. Und jetzt auch noch vom Anfang, ne, also wir hatten es vorhin, ne, da ist das Ende des Geldes vor dem Monatsende, ne, ein Grundproblem. Und dann sagt Gott auch noch, gib mir mal 10 vom Anfang. Das hat er früher, hat er das eigentlich so gesagt, dass der dem Bauern das gesagt hat, wenn die so eine Kuh hatten und da kommt, Kinder sind ein Kalb, ne? Ja, ne? So. Und wenn die ein Kalb gekriegt hat, dann soll der das opfern für den. So. Und das ist mal Vertrauen. Weil was ist denn, wenn die Kuh tot ist, dann gibt es kein Kalb mehr. Dann steht der ganz schön beschissen da. Ohne Kalb, hat aber eins gegeben. Na, schöne Scheiße, ey. Und Gott sagt, mach halt einfach mal das mit dem Zehnten. Und er macht das nicht, weil er dich ärgern will. Und wenn du jetzt glaubst, dass Gott dein Geld braucht, weil er sich verspekuliert hat im Himmel und Nasdaq-Investor war, dann, glaube ich, stimmt das nicht. Weil der hat nämlich gesagt, dass bei dem im Himmel, da sind die Straßen aus Gold. Und ich nehme das jetzt mal wörtlich. So, glaube ich, der braucht sein Geld nicht. Aber der weiß, dass unser Herz an diesem Geld so extrem hängt.
Und deswegen dreht sich bei uns im Leben, Tag ein, Tag aus, sobald wir aufstehen, alles um unser Geld. Wenn wir einkaufen gehen, geben wir Geld aus. Wenn wir den Kaffeeautomaten anschalten, dann läuft Strom, den wir bezahlen müssen. Wir wollen uns dann einen neuen Laptop kaufen. Und irgendwann müssen wir auch noch Lebensmittel kaufen. Und wenn wir arbeiten, na dann Brustmahlzeit. 8 Stunden lang kümmerst dich du drum, dass dein Unternehmen irgendwie Geld verdient. Ne? Aber ist nicht wichtig. Ne? Geld ist auch nicht wichtig in unserem Leben. Nee, gar nicht. Ne? So, und dann sagt der Verrückte 10%. Das erste Gute, was ich euch mal sagen will, ihr könnt ja mal froh sein, dass er 10 gesagt hat. Ne? Stellt mal vor, 7,6847. Wisst ihr, wie lange wir rechnen müssen? Jeden Monat neu, wenn da mal was umgerechnet wird und dann Urlaubspauschalen werden. Boah, leck mich. Also er hat es uns schon mal einfach gemacht. Einfach die letzte Zahl wegstreichen, dann haben wir 10%. Gott sei Dank, ja. So. Und er macht das nicht, weil er uns ärgern will, sondern weil er uns lieb hat und wir da so extrem dran hängen. Und ich vergleiche das immer gerne mit so einem Ehepaar. Also ich bin ja verheiratet, vielleicht der ein oder andere auch oder auch nicht, ne? Aber ihr kennt so ein bisschen das Thema Ehe. Und jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt alle verheiratet und wir sitzen jetzt alle im Restaurant und du, ne, mit deiner Frau oder deinem Mann und sagst, also du bist eh wunderschön und ich mag dich so über alles und du bist eh das Größte für mich im Leben und du bist meine Nummer eins, aber Geld darf unsere Ehe nicht kosten. Wie lange gebt ihr dieser Ehe denn? Meint ihr, das geht gut? So, und jetzt singen wir immer alle, ne? Also für die Christen und die, also ich erkläre den Nicht-Christen das kurz, also die Christen, die sitzen dann immer so sonntags im Gottesdienst, manchmal auch nicht sonntags, sondern immer dann wann anders, und dann machen die Lobpreis, ne? Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sei du die Nummer eins, du bist der Schöpfer des Universums und überhaupt und generell und du bist eh alles. Aber Geld gebe ich dir nicht. Ja, gut, ne? Warum auch? Macht ja Sinn. Na, ich stelle mir das auch so vor, so wie wenn wir vor einem brennenden Haus stehen, so riesengroß, Empire State Building, und wir schöpfen dann mit unserem Eimer Wasser, ne? Und dann sagt der Gott da hinten, so Monsterhorde von Feuerwehrleuten, also ich würde dir helfen. Und wir sagen, nee, nee, passt schon, ich mach schon, ne? Und löschen und löschen. Und kein Wunder, dass das ganze Leben dann plötzlich nicht funktioniert, ne? Und es geht nicht darum, dass wir 10 geben, sondern es geht darum, dass wir damit ihm ein Zeichen setzen, dass wir ihm voll vertrauen. Und wenn wir das tun, dann sage ich euch, und ich erlebe das in meinem Leben, dann kümmert er sich nicht um diese 10% und verwaltet die und managt die und legt die an, sondern er kümmert sich um 100%. Mhm. Er kümmert sich auch um alles. Ja. Also alles, ne? Der will quasi, also um es jetzt mal wieder so ein bisschen ins Finanzwesen zu bringen, Gott sagt, gib mir 10% und dann biete ich dir an, dass ich dein CFO in deinem Unternehmen, in deinem Leben bin. Okay, was quasi der davon eigentlich? CFO, also das ist so der Vorstand und das ist der Chef. Und der Chief Financial Officer ist auch noch der Finanzchef. So, und der sagt, oder mach es mal anders. So, jetzt bist du der Angestellte in deinem eigenen Unternehmen und er ist der Chef, weil das sagen wir ja dauernd als Christen, ne? So, dann passiert nämlich Folgendes. Dann ist dein Auto zum Beispiel, das ist dann nicht mehr dein Auto, weil das ist ja eigentlich ein Dienstwagen. Ja. Ist ja logisch. So, und dann ist die Wohnung auch keine Wohnung, sondern eigentlich eine Miet, also so ein Büro. Und wenn es das Büro ist und der Mietwagen ist, dann muss er sich ja darum kümmern, ne? Eigentlich. So, und jetzt pass mal auf. Ich habe das für mich erkannt und ich bin sicher nicht am Ende angekommen. Ich muss da noch viele, viele Dinge lernen in meinem Leben. Aber ich habe gesagt, okay, Freund Blase da oben, wenn du eh alles kannst, dann kannst du das auch. Hm. Weil wir können ja beten, ne, für einen neuen Job, wir können für Prüfungen beten, ne, da kennt er sich aus, ne, aber, ja gut, bei Finanzen weiß er immer nichts und so, hat man schon. So, und dann gehe ich mal mit meinem Dienstwagen, habe ich gesagt, ich musste 30.000 Kilometer, ne, musste zur Inspektion fahren und das kostet alles Geld. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, mal, pass mal auf, das ist dein Ding.
Und dann rufe ich da in der Werkstatt, ich fahre einen Hyundai, also einen Koreaner, wird in Tschechien aber produziert, aber ist auch völlig egal. Dann rufe ich an und sage, ja, also ich misst mal zur Inspektion und eh eigentlich eure Hupe funktioniert, also meine Hupe funktioniert nicht und das Licht ist auch kaputt. Was kostet das so eine Inspektion? Sagt er 300 Euro plus 20, weil ich war im Oktober im Winterreifen und so. Ja, also plus 20 Euro Winterreifen und das Licht, das müssen wir halt mal gucken, ne? Also kommt extra. Okay, habe ich mir gedacht. Ist zum Glück nicht so schlimm, aber auch Geld, ne? Und dann habe ich Gott gesagt, pass auf, ich fahre jetzt mit diesem Dienstwagen dahin und du kümmerst dich einfach mal um alles, ne? Auch wie das Geld da hinkommt zu denen. So, und dann komme ich hin und dann sagt er schon, ja, also das mit dem Licht, also das machen wir auf Garantie. Dachte ich, gut, dann lassen wir es halt. Dann nehmen wir halt. So, und wir hatten ja gesagt, Festpreis 270 Euro. Plus 20 Euro Winterreifen wechseln. Dachte ich, das sind jetzt schon mal 30 Euro weniger als am Telefon. Naja, gut. Okay, nehme ich. So, und jetzt mal so ein ökonomisches Prinzip, ja, oder unter Geschäftsleuten, wie wir alle sind. Wenn du einen Preis fest vereinbarst, kannst du sicher sein, der ist eigentlich unter uns mal definitiv fest. Ne? Da ändert sich nichts. So, jetzt fahre ich aber um 16 Uhr da wieder hin. Ne? Dann sagt er, ja, haben wir alles gemacht. Auto gewaschen haben wir auch. Dachte ich, auch. Oh, gut an. Und kostet 256 Euro. Da stehst du, ne? Sagst du Festpreis, ne? Nee, ist klar. Nix Festpreis, ne? Keine 290 Euro. 256. Ich steige jetzt alle Sachen an, du bist mir lustig, ne? Wusst ja nicht, dass Festpreise für dich nicht gelten. Hättest du mir auch vorsagen können. Aber da stellst du dich ja darauf ein, ne? Weil wir planen ja immer alles. Ach, was wir alles planen können. Und wenn du das auch mal machst, und dann bist du so selbstständig, und dann kommt mal so ein bisschen die beschissene Situation, dass am Ende des Monats mal wirklich die Taschen leer sind. Was passiert, wenn man so ein Unternehmen investiert, ne? Dann sagst du, ja, also ich weiß auch nicht, ne, woher das ganze Zeug kommen soll, aber kümmere dich drum, weil es ist dein Problem, ist ja dein Unternehmen, ist ja dein Leben, also ich habe es dir ja gegeben. So, und dann gibt es so Menschen, die beten und fragen Gott so, was soll ich so mit meinem Geld machen? Und ich gehe zum Briefkasten und sperre den auf und da liegen da 100 Euro drin. Habt ihr schon mal 100 Euro gehabt im Briefkasten, so einfach so, meine ich. Und das ist kein Scheiß, ich meine das ernst. Ich erlebe das Tag für Tag. So, und dann bist du, ich mache Finanzberatung, also ich berate solche Menschen wie euch. Und also normalerweise sagt man ja, das fanden eh alle alten Geschäftspartner total bescheuert, dass ich wieder zurück in den normalen Welthandel, also so Business to Customer nennt man das ja, B2C-Geschäft geht, wenn man mal ja mal dick ins Flugzeug geflogen ist und so. War ja egal, hab ja gemacht, was er gesagt hat. So, und dann, dann sagst du, also ich bin ja jetzt offiziell im Vertrieb, sagt man, ne? Ich weiß zwar nicht, was die mal alle vertreiben wollen, weil ich würde meine Mandanten gerne behalten, aber die sagen mal, ich bin im Vertrieb. Und ich, aber ist auch völlig egal, er sagt, ich weiche mal aus, ne? Aber, ich finde das immer knaller. Naja, und so, und dann hast du so ein Grundproblem, du musst in der Beratung, musst du dich um deine Mandanten kümmern. Ich muss ja auch arbeiten, ne? Also ich mache ja ein bisschen was für meinen Verdienst. Ne? Und da musst du dich auch kümmern, dass so neue Mandanten kommen auch. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und haben wir so geplant und habe gesagt, naja, also das könnte jetzt so ein, zwei Monate gut gehen, ne? Aber danach bist du mal wieder zuständig, weil ich weiß ja auch nicht, wo ich die alle herholen soll. Ne? Also, weil du kannst ja nicht auf Straße gehen, hallo, ich bin Sebastian Mann, ich berate übrigens gute Finanzen, ich kann das aber nachhaltig und eh solltest du mal mit mir reden, weil ich hab's drauf. So funktioniert die Welt von drei buchstabigen Finanzberatungsagenturen, die ihr mit aller Wahrscheinlichkeit sogar kennt, aber ist auch egal. Und darauf habe ich aber gar keinen Bock. Ne? Null. Und dann kommen so verrückte Dinge, dann ruft mich einer an und sagt, ja, hallo, sind Sie der Sebastian Mann? Sag ich, ja, das bin ich. Ja, also der hat mich empfohlen, ich würde mich mal gerne mit ihm zusammensetzen, sage ich, okay. Und dann haben wir alles was gemacht, lege ich auf und dann überlege ich, hä? Der wurde ja von jemandem empfohlen, der ist noch nie mal von mir beraten, das heißt, der weiß eigentlich noch gar nicht, was ich mache, aber fängt schon mal an, mich zu empfehlen. Okay, wenn das so ist, dann ist das so, ne? Also ich will mich nicht beschweren.
Und so funktioniert das Tag ein, Tag aus. So, dann kommen diese Menschen dann immer auch zu mir, so auch so Vermögende. Seid ihr alle nicht, ich weiß, ihr seid Studenten, Bettelarm. Und so, und dann kommen die und dann fragen die mich manchmal so Sachen wie, oder anders, ich frage so, was ihnen wichtig ist so mit Geldanlage und so, ne? Sagen die, also sicher muss sein und Rendite. Mehr will ich nicht. Ach, wie bescheiden. Ne? Du bist ja echt lieber, ey. Ne? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also erstmal könntest du diesen konventionellen Weg dann gehen, wenn du so belegst und könntest sagen, also mach dir keinen Kopf. Ich habe ja Ahnung ohne Ende und ich weiß eh, wie die Welt sich hier dreht. Also dann machen wir nämlich jetzt mal einen Teil in Lehman-Zertifikate, weil die sind bombensicher, weil die können nicht kaputt gehen, weil Lehman ist die größte Bank dieser Welt. Oder mach offene Immobilienfonds, die haben jetzt auch 30 Jahre lang funktioniert. Ne? Also immer 4%, ne? Weil wir investieren in Immobilien und Beton, Gold ist eh das größte dieser Welt. Oder nimm Gold, weil, weißt ja, die Krise und so, Gold ist das einzig Beständige im Leben und überhaupt generell. Ne? Und wenn dann die Währung auch keiner mehr will, dann kannst du ja dann einen Feigenunze nehmen und dann Brötchen kaufen gehen. Das wäre die erste Variante. Und jetzt mache ich mal keinen Scherz, jetzt mache ich das ernst. So beraten 99% aller Finanzberater da draußen. Mach ein Sparbuch bei mir. Ne? Kauf mal den Fonds, kauf mal dieses, mach mal das Zertifikat. Und überhaupt und generell, ne? Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was sie da tun. Das ist das erste Grundproblem. Die beraten meist auch nicht, aber ist nicht so schlimm. So, und dann, ne, kommen alle 5 Jahre so Überraschungen, so, boah, pff, ne, Konjunktur kaputt, ne, oh, alles weg, oh, 200.000, weg, ne. Und dann sagen wir, ach, hat ja nur ein anderer, dieser böse andere, ne, ja, ja, ne, und das stimmt auch nicht, also kann ich ja gleich sagen. So, und jetzt könnte man meinen, wir Menschen sind intelligent. Mhm, ja, ja. Stimmt, könnte man meinen. Dann würde das ja bedeuten, dass wenn wir mal einmal auf die Nase gefallen sind, dass wir daraus lernen und das beim nächsten Mal vermeiden. Ne? Und dann läuft es gleich mit besser. Ja. So, das hat man ja auch gesehen. Ne? Also wir hatten 1973 das Problem, dass alle glaubten, wir haben kein Öl mehr, weil wir immer, wenn es um Mangel geht, da kriegen wir gleich totale Pipi-Hose. Und dann haben wir mal schnell den Ölpreis ins völlige Nirvana geschossen und sind dann sonntags auch nur noch alle Fahrrad gefahren, also wahrscheinlich ich nicht und ihr vielleicht auch nicht, aber eure Eltern. Ne? Und da haben wir schon mal gemerkt, ah, so das mit den Konjunkturen, das ist schon verrückt. Ne? So, und dann gab es auch mal sowas wie, das jetzt näher, da wart ihr auch alle da, ich auch, 99, 2000, ne, da gab es sowas wie die Dotcom-Blase, neuer Markt, eine T-Aktie und so, kennt ihr Werbespot? Ne, ja, na egal. Und da hat man Telekom privatisiert, ne, und da hat man gedacht, Bombengeschäft, wenn jetzt endlich mal die ganzen Menschen auf dieser Welt endlich mal Telekom kaufen können, dann wären wir alle reich auch. Und naja, dann kamen da auch noch so ein paar andere Unternehmen, die hatten noch nicht mal ein Büro, aber schon mal 3 Leute und was die machen, wussten sie selbst noch nicht, aber hatten schon mal 4 Millionen auf dem Konto, weil da gab es halt den neuen Markt und jeder hat einem gesagt, was man machen soll und dann hat auch mal der normale Mensch investiert und dann hat auch mal die Hausfrau investiert, dann hat auch die Putzfrau investiert, dann hat eigentlich jeder investiert und erst als die Bild-Zeitung damit akzeptiert kam, da hat dann der Großteil der Bevölkerung sich gefragt, ob das eigentlich wirklich so stimmen kann. Ja. Hm. Naja, aber wir lernen was, deswegen haben wir 2008, also bis dahin, dann war es jetzt mal ein Jahr Depression, waren wir alle total, ja, Geld verloren, Scheiße und so, ne? Und dann haben wir ja gesagt, wir legen nie wieder in Fonds an, nie wieder dieses böse Zeug, nie. Und dann kam so 2007, 2008, da kam dann der Nachbar wieder rüber und hat gesagt, oh, hast du auch schon die Merchant Markets, ne? Hier Schwellenländer, ne? Die gehen ab 12% pro Jahr Wirtschaftswachstum. Da geht's ab wie Schmitz Katze, die bauen ihre Nation neu auf. Die haben auch Geld ohne Ende. Und Abu Dhabi, ne? Weißt du, was da passiert? Die haben es mal richtig drauf. Die haben aus den Fehlern unserer Zeiten gelernt und machen es jetzt einfach mal richtig. Mhm. Genau. Und dann haben alle investiert wieder und 2008 und dann sagen, oh, war doch nichts wert, schade, schon wieder verloren. Ach Mist, ne? Das ist wie so, ach schade, nichts gewonnen, aber auch immer, ne? Aber trotzdem alle zu Tode betrübt.
So, die zweite Möglichkeit, wie du darauf antworten könntest, wenn jemand zu dir kommt und dich fragt, was du mit Geld machst, dann solltest du erstmal fragen, was in aller Welt bedeutet dir dieses Geld? Willst du mal ruhig, ne? Weil da kann immer keiner erstmal eine Antwort drauf, das ist immer witzig. Und was willst du damit eigentlich machen? Was ist denn so der Nutzen mit diesem Ding, also diesem Geld? Weil eins sage ich dir mal, pass mal auf. Oh, ah doch, Tasche heute nicht so voll gesteckt. Ne? Ich habe ja 5 Euro. Ne? So, 5 Euro. Ne? Schenke ich dir. So, jetzt pass mal auf. Jetzt bauen wir mal folgendes Exemplar. Also du bist jetzt so ein ganz normaler Mensch, so ein Student und du müsstest jetzt mal einkaufen gehen. Und jetzt bin ich da, Aldi, und jetzt kann das morgen passieren, weil das ist echt nicht, also das geht, ne? Und dann stehst du mit deinen Sachen an der Kasse und dann sage ich, ja, kostet bitte 4,24 Dollar. Versuch nicht mal deine Euro zu geben. Nee, will ich nicht. Ist nichts wert. Glaube ich nicht dran. Aber gut, dass ihr euch 40 Jahre lang abgebuckelt habt, um diese Euros auf die Seite zu schaffen. Ne? Weil dann seid ihr ja glücklich, wie dieser Bauer. Ne? Mega glücklich seid ihr dann. Halleluja. Kannst du so. So, das ist das Grundproblem doch. Wir glauben alle viel zu sehr an dieses Geld. Wir glauben daran, dass dieses Geld uns versorgt, uns Sicherheit gibt. Aber Fakt ist doch eins, das Ding ist nur so lange was wert, solange wir alle daran glauben. Und das erste Mal, wo wir Menschen mal kurz mal wieder ins Wanken gekommen sind mit unserer Theorie der Ökonomie, ne? Das war jetzt erst so vor ein paar Monaten, als wir dann die PIGS-Staaten plötzlich entdeckt hatten. Ne? Hoppala, wer sind die PIGS-Staaten? Portugal, Italien, Island, Griechenland, Spanien, alle pleite. Überraschung, ne? Wir konnten ja vorher keine Verschuldungsquoten lesen, ne? Konnten wir gar nicht. Mann, das lag, also das, ne? Wir leben in einer Welt, also eure Oma hat das, also mir hat die das zumindest erzählt, die hat mal gesagt, du kannst nicht mehr ausgeben, als du hast. Also auf Dauer. Mhm. Und da dachte ich mir, klar, das war damals, ne? Die kennt sich ja auch nicht aus, so mit diesem Weltsystem und diesem Euro, ne? Und diesen Schulden da in Amerika. Redet gerade keiner drüber, weil wir haben ja zum Glück die Ratingagenturen in den USA stehen. Haben genug Probleme damit, unsere Sachen zu berechnen. Da können wir auch nach USA berechnen. Deswegen haben wir ja auch alle Probleme. Und die Leute sind auch total begeistert von dieser Ökonomie, weil deswegen stellen die Griechen sich ja auch auf die Straße und freuen sich so ihres Lebens mit ihren Schildern. Ne? Klasse, weil wir haben ja auch daraus gelernt, machen es ja jetzt auch alles richtig. So, Fakt ist doch mal eins. Gibt es hier BWLer oder VWLer? Ah, da gibt es so leichte Hände. Ah, okay, cool. Ah, da auch. Also, du musst da Hand, finde ich sehr gut. Ich habe das ja auch mal so ein bisschen gelernt. So Keynesianismus, ne? Friedman und Schumpeter. Mhm. Und so? So, jetzt ist doch mal eins Fakt. Also, und wer mir widersprechen will, der soll das jetzt gleich tun, weil dann rufe ich jetzt in Brüssel an und schicke dich dahin. Ne? Alle Theorien über das Geld, über unsere Wirtschaftssysteme, über die Ökonomie, Mikro und Makro, kannst du drehen und wenden, wie du willst, funktionieren nicht auf Dauer. Aber wir Menschen sind schlau und lernen aus unseren Fehlern. Deswegen haben wir ja auch gelernt, dass Credit Default Swaps, also Kreditausfallversicherungen, aus den Jahren 2008, 2009, die Immobilienkrise in den USA hervorgerufen hat, die nehmen wir nicht mehr, ne? Stimmt, ne? Nee, ist völlig falsch. Wir handeln die genauso bescheuert wie vor 8 Jahren auch. Und ich glaube, wir machen auch einfach so weiter, weil so eine Versicherung nicht funktioniert so lange, solange keine Bankrott tritt. Ne? Das ist ein relativ simples System, ne? So eine Staatsverschuldung funktioniert so lange, solange keiner hinguckt, ne? Und, ne, also, das ist ein bisschen schizophren, unser System, und so richtig eine Antwort hat noch keiner. Ne? Weil du kannst ja alle ökonomischen Prinzipien drehen und wenden, wie du willst, die werden nicht besser. Ne? Und das Schlimmste ist ja dann noch, dann haben wir so eine Theorie, Keynes sagt das ja zum Beispiel, ne? Also in guten Jahren sparen, der Staat soll dann investieren, wenn es nicht läuft, und findet den Fehler, wir sparen einfach nicht, ne? Warum auch? Ne?
Aber die Ökonomie ist einzig und allein. Und dann setzten sich solche Experten in Davos dann zusammen und philosophieren. Und das erste Mal, wo ich echt begeistert bin, ist, dass jetzt endlich dieser Thomas Sedlacek, heißt er, glaube ich, muss mal aufpassen, wenn ich den Fall ausspreche, dass dieser tschechische Freak, ne? Kennt ihr den? Der hat so rotes Haar, so ein bisschen zottelig, ist so ein kleiner Senkrechtstarter, ne? Mit 24 zum Berater vom damaligen Präsidenten in Tschechien berufen worden, jetzt ist er auch schon 34, so ein alter Sack, und ist jetzt nämlich Chefökonom der größten tschechischen Bank, und der hat ein Buch geschrieben, das zeige ich euch mal, ne? Für alle, die was Ahnung haben, so von Ökonomie, und für alle, die es nicht haben, die können es trotzdem lesen. Der schreibt sowas wie Ökonomie von Gut und Böse. So, und dann kommt das erste Mal dieses ganze Thema Moral mal auf den Tisch. Weil wir sind nämlich total unmoralisch. Eigentlich. Und das führt auch immer dazu, dass wir ein bisschen immer auf die Nase fallen. Und weil wir auch immer loben, wie es bei uns auch aus, ne? Wenn es ums Thema Geld geht. Und Der kommt dann so mit so philosophischen Ansätzen und dann tut er ganz so verrückte Dinge. Dann guckt er mal als Ökonom, wer den ganzen Tag irgendwelche Zinssätze für griechische Staatsanleihen berechnet, ne? Guckt er dann mal so in die Bibel. Boah, hab ich mir gedacht, die Bibel? Du Freak. Und dann sagt er mein Lieblingszitat in dem Interview, kann ich euch empfehlen, 30 dauert eine Stunde. Ist echt cool. Sagt er so das schönste Zitat oder den schönsten, ältesten Vergleich über den ersten Konjunkturbericht, den finde ich in Genesis. Aha, das ist ja so ein Buch in der Bibel. So, und da ist der erste Konjunkturzyklus beschrieben und da sagt nämlich der Pharao zum Josef, weil der hat einen Traum gehabt, so, pass mal auf, Brandblase, deute mir mal, was das heißt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Zahlen nicht durcheinander kriege. Ich glaube, er hat noch von 4. Ich habe so 4 fette Kälber gesehen und 4 dünne. 7. Ah, danke. Ihr seid ja alle vom Fach. Nein, danke schön. So, 7. So, und dann sagt der Josef, das ist wie folgt. Das bedeutet für dich, es wird 7 fette Jahre geben und 7 schlechte. Also nicht so fette. Und jetzt musst du eins machen, in den Fetten musst du vorsorgen, damit es dir in den anderen 7 nicht total beschissen geht. Verstanden hat es trotzdem noch keiner, ne? Weil sonst würden wir es ja alle machen. Ne? So, und wisst ihr, Fakt ist, wir wissen es einfach nicht. Und jetzt kommt da so ein Gott daher, der den ganzen Laden gemacht hat, und dann sagt er zu dir, also wenn du es verstanden hast, du hast eh keine Ahnung von diesem ganzen Geld. So, und jetzt biete ich dir an, dass ich dein CFO in deinem Leben bin. Und dann sagen wir immer noch, nee, oh, da bin ich mir nicht sicher. Oh, und guck mal. Und na, worauf warten wir eigentlich den ganzen Tag? Auf was für eine frohe Botschaft warten wir eigentlich den ganzen Tag? Ne? Also wir sollen ja als Christen so immer frohe Botschaft machen. Das sage ich jetzt heute einfach auch mal so. Ist für mich eine total coole Botschaft. Und die Frage, die einzigste Frage oder dieses einzigste, was du machen musst, du musst bei deiner Angst überwinden. Weil wir haben nämlich als Menschen immer so Existenzangst. Und wenn du nicht aufpasst, dann geht das dein ganzes Leben so. Und ich kann euch Stunden volltexten von Leuten, die mehr Geld haben als wir alle zusammen. Und die sind so voll Sorge. Und ich halte Kurse zum Thema Geld und Besitz. Und dann ist das so total verrückt, weil dann sitzt dann nämlich so ein Hartz-IV-Empfänger, wo du denkst, oh ja, den brauchst du echt. Ja, also auch mal, jetzt, Gott, mach mal. Und dann sitzt da so ein Oberarzt, der hat genau die gleichen und beschissenen Probleme wie er auch. So, der geht aber mit 8.000 Euro im Monat nach Hause. Also netto, versteht sich, ne? So, das heißt, wie viel Geld ihr auch immer ihr habt, ihr werdet immer alle dieselben Probleme haben. Und das Schlimmste kann euch noch passieren, weil je mehr ihr habt, desto schlimmer wird's. Weil dann habt ihr nämlich Verantwortung, meint ihr immer alle. Also wir, ich ja auch, ne? Weil wenn wir da mal so 40.000 Euro verdienen, dann, ne, müssen wir gucken, was wir machen. Altersvorsorge und so, ne? Mhm.
So, jetzt haben wir das verstanden, ne? Jetzt habe ich gesagt, also gut, pass auf, Bert. Du willst 10, du kümmerst dich um 100, ich habe eh keine Ahnung, alle anderen auch nicht. Jetzt möchte sich der eine oder andere fragen, warum in aller Welt steht dieser Typ eigentlich da vorne, erzählt mir hier irgendwas von Versorgung und berät dann auch noch irgendwelche Menschen zum Thema Finanzen. Das erste ist, dass ich den Menschen, die mit mir arbeiten oder die sich von mir beraten lassen wollen, ich gerne einfach erzählen möchte, dass sie darauf nicht vertrauen sollen und dass das Christen wie Nicht-Christen geht. Und so verrückt das klingt, also auch wenn das mir glaubt, dass nicht die Nicht-Christen haben, denen fällt das viel einfacher zu glauben als den Christen. Na, also wenn du denen sagst, also pass auf, du siehst ja selbst, ne? Die denken nämlich dann logisch, dass das immer wieder schief geht. Und wir Christen denken dann immer, nee, bei mir klappt das anders, weil ich hab ja Gott. Und wenn ich mal so Bock auf Siemens-Aktien habe, dann wird das bei mir durch die Decke rauschen und bei allen anderen halt vielleicht nicht. Passiert. Genau. So ist das irgendwie mit uns Christen. Weil bei uns gibt es andere Aktienmärkte und so. Klar. So, ich mache das deswegen, weil im 1. Timotheus 6, Vers 17 steht, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Den zweiten Satz, der fällt immer ein bisschen schwer bei Nicht-Christen, weil die fahren voll gegen die Macht. Also, boah, was Christ, ne? Aber ich versuche es dann trotzdem. Und jetzt kommt so ein entscheidender Satz, den wir, glaube ich, in unserer Ökonomie, und deswegen schreibt das Sedlacek, ich treffe den übrigens im Januar 18. kommt er zum Kongress christlicher Führungskräfte, könnt ihr auch hingehen, auch noch ohne Führungskräfte finden. Das ist echt gut. Und dann steht da, fordert sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft und das wahre Leben zu ergreifen. Und das andere ist, dass in Sprüche steht, dass wir nicht alleine vollkommen und weise sind, sondern dass wir uns Rat holen sollen. Ich kann auch nicht im Leben alles. Ich muss mir auch in manchen Bereichen Rat holen. Und deswegen habe ich gesagt, dann versuche ich, wenn du Gott mir das aufs Herz legst, den Menschen Rat zu geben, wenn es ums Thema Geld geht. So. Und dann passiert so Sachen, ne? Jetzt berate ich auch sowas wie Berufsunfähigkeitsversicherung und dann auch Altersvorsorge und auch so Versicherungen. Und oh, da haben die Leute ja noch Bauchschmerzen mit, ne? Das kostet Geld. Leute fragen mich immer, brauche ich das? Und die schönste Antwort, die ich immer finde, ist, bin ich Jesus? Ich weiß es nicht. Aber eins sage ich dir, fang halt endlich mal an, dafür zu beten. Und dann passieren so komische Dinge, ne? Also das ist für so einen Vertriebler, weil ich vertreibe ja, ne? Das ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist meine Aufgabe, Produkte zu verkaufen und damit verdiene ich meist auch noch mein Geld. So, und dann sag ich, chill mal und bet mal drüber. So, weißt du, wie beschissen das eigentlich ist, wenn der dann sagt, nee, ich glaube, ist nicht dran. Habe ich nichts verdient. Schöne Scheiße, sage ich euch. So, aber ich sag ja, Gott versorgt mich, ne? So, und dann passiert es manchmal, dass die Leute sagen, nee, ich glaube, ich brauche nicht. Sag ich, das ist doch schön, können wir andere Sachen machen mit dem Geld. Und dann kommen Leute, also ich habe echt jetzt mal wirklich mal auch gefragt, was ich so mit meinem Geld machen soll. Ich habe Gott auch mal gefragt und ich glaube, es ist für mich gut, wenn ich eine BU-Versicherung mache. Sag ich, okay, also BU ist Berufs- und Fähigkeitsversicherung für die, die nicht so total im Versicherungswesen zu Hause sind. Sag ich, gut, machen wir. Meine Aufgabe ist es dann, mit meinem Team die richtigen Lösungen, also die richtigen Gesellschaften auszuwählen und darauf zu achten, dass sie mit ihrem Geld keinen Quatsch anstellen. So weit wie möglich. Und die Menschen einfach mit so einer Lebensplanung, mit so einem Plan, so wegweisend zu begleiten, das ist meine Aufgabe. Und deswegen kommt es dann auch mal vor, dass dann auch Studenten bei mir sitzen, weil auch die brauchen manchmal so ein bisschen Hilfe und Plan und Richtung und Unterstützung. Und dann sitzen auch mal Leute, die sagen, ich habe
100.000 Euro und weiß nicht was. So, und dann, wenn es ums Thema Geldanlage geht, so, da steht da oben plötzlich so, und wenn wir jetzt mal die Bibel ernst nehmen, dann, wenn da steht, tue Gutes, und wir nehmen jetzt mal den Mainstream aller Geldanlagen, also wir haben in Deutschland 9.000 Fonds, die man kaufen kann, keine Ahnung, wer die alle braucht, aber wir haben sie, und da passiert es dann, also unsere Entscheidungen sind ja mal relativ simpel bei Geldanlagen, die gehen dann so, also lief das schon lange gut? Ja. Kam da viel Rendite? Warum? Ja. Okay, ich mach das. Das ist nicht cool, ehrlich gesagt. Weil da kann es dann nämlich passieren, dass da so plötzlich so Unternehmen drin sind, die machen ganz schön viel Schwachsinn, ne? So Waffenrüstung finde ich wenig witzig. Oder was ist denn so mit Menschenrechten? Ja, bei uns müssen die eingehalten werden, aber in anderen Ländern nicht. Kann man ja trennen. Gibt ja auch Grenzen, ne? Oder was ist so mit Pornografie? Kann auch passieren, wenn du mal so ein Fonds hast. Oder was ist so mit Glücksspiel? Findest du cool? Willst du machen? Kann passieren, wenn du so investierst. Hin und wieder kann es immer passieren, dass du Kinderarbeit, ne? Aber ach komm, ist nicht so schlimm, ne? Und darauf habe ich keinen Bock. Ich will nicht, dass mein Geld, das ich hart erarbeite, in solchen völlig beschissenen Kanälen landet. Ne, da versuchen wir Tag ein, Tag aus zu gucken, dass wir mit unserem Geld klarkommen. Und dann bespenden wir ja auch noch, weil wir sind ja liebe Christen und dann machen wir auch noch so eine Patenschaft vielleicht. Ne? Und wir wollen die Welt ja retten mit allem, was wir tun. Aber wenn es ums Geld geht, da ist egal. Ne? Hauptsache Zins stimmt. Ne? Und das finde ich ein bisschen schizophren, deswegen machen wir Mehrwert. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, ja, ich weiß, ich muss aufpassen so mit dem Geld und wenn ich auch mal 40.000 Euro habe, dann habe ich auch Geld, dann kann ich mich drum kümmern. Und ihr seid alle Studenten, ne? Und wir sind alle arme Studenten. Und jetzt sage ich dir mal was, guck mal. Gucke gleich. Oder auch nicht. Ach so. Da kommt Werbung von Avira, musste mal updaten. Geht immer noch nicht. Ja. So, guck mal. Da gibt es dann so eine coole Seite, da kannst du mal drauf gehen, immer wenn du so Gehaltserhöhung hast zum Beispiel. Das sieht man nicht, guck mal an. F5, ne? Oder. Also die will ich sehen. Ich meine, die ist mit dem Technikzeug, also auch wie mit dem Internet setzt sich eh nicht durch. Könnte man schon. Ach ja, guck an. Gibt so eine Seite in dem Internet so, die heißt so Global Rich List und die zeigt dir mal an, so was für eine Nummer du eigentlich so auf unserem Planeten bist. Scheiße, ne? 8.000 Euro Jahreseinkommen? Aber guck mal, du gehörst zu 13,3% der reichsten Menschen dieser Erde. Scheiße, ne? Und wenn dann Gott dann sowas sagt, ne, von wegen reicher Bauer und so, ne? Was meinst du, wen der da meint? Der meint dich und mich. Weil wir sind nämlich schon stinkereich. Weil wir kaufen uns nämlich so Laptops mit so einem Apfel drauf und nicht den mit der Karotte. Und wir kaufen auch, also wir gehen ja auch ins Kino, macht ja jeder Mensch auf dieser Welt. Und, na also, merkst du, das wird eng. Also argumentieren wird schwierig, wenn du sagst, das ist kein Geld. Ne? So. Und jetzt kommt es noch schlimmer, jetzt pass mal auf, nehmen wir an, ich sitze voller Absolventen, die jetzt alle ihren Beruf starten und die haben das nicht abgesprochen, aber vorhin kam also diese Zahl 40.000 Euro im Raum. Alter Verwalter. Ja. Wir reden davon, dass 0,98% mit dir noch reicher sind. Ja,
Also das heißt so, wenn du dann so jetzt unterwegs auf die Idee kommst, genau, wir machen jetzt Occupy-Bewegung und wenn wir mal den Löscher sehen, so von Siemens, den machen wir hier mal, oh, dem erzähle ich das, dass der mal jetzt auch mal geben soll und auch darauf achten soll, was er mit seinem Geld macht, ne? Da merkst du, ne? Dem kannst du es auch sagen, richte einen schönen Gruß von mir aus, mit dem will ich mich auch mal gerne treffen. Aber da geht es mal nicht um die anderen, ausnahmsweise. Da ausnahmsweise mal um uns. So, weil wir sind nicht reich. Und ich glaube, wir müssen darauf achten, was wir mit unserem Geld tun. Und ich glaube, wir sollten beginnen, in unserem Leben bei dieser Verantwortung, wenn es ums Thema Geld geht, mal endlich abzugeben. Ich meine, weißt du, das ist so, das ist wie auf dem Wasser gehen, ne? Gab es auch in der Bibel, ne? Musst mal auf dem Wasser gehen und dann immer so zu Jesus gucken, ne? Und irgendwann kommen die Wellen links und rechts, meinst du bist pleite, ne? Rutschstreifen und dann passiert so verrückte Dinge, wie dann nimmt er deine Hand und holt dich da wieder raus. Weil der hat dich ja lieb, sagst du, ne? Und er will ja, dass alles dir zum Besten dient. Und warum machen wir dann eine Ausnahme beim Geld? Warum meinen wir dann dort mehr zu wissen als er? Ich glaube einfach, dass wir da wirklich, und da rede ich nicht von euch und du, sondern da rede ich von mir ja auch. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ich begleite Unternehmen, also wir machen so Wibi-Kurs, das ist Wirtschaft nach biblischen Maßstäben, heißt das. Hochtheologisch. Und mit den Unternehmern, das haben wir mal 6 Monate gemacht, sind so völlig ungestandene 45-jährige Leute, die schon seit 20 Jahren Unternehmen führen. Und da komme ich und sage, guck mal, komm, jetzt machen wir nach Bibel. Ne? Wisst ihr, was da los ist? So, und die sagen, lass uns nicht aufhören mit diesem im Geist wandeln und Gott die Führung übergeben. Und diesen Kreis nicht schließen und dann gemeinsam dafür zu beten, dass er die Dinge in seine Hand nimmt. Denn ich glaube, dass in den nächsten Jahren das immer wieder kommen wird. Was soll ich machen, ne? Machen wir einen Kurs halt weiter. Und wir wiederholen das, weil es kommen immer wieder Situationen in deinem Leben, wo du dich fragst, das kenne ich noch nicht. Das war nicht wie früher. Aber er wünscht sich nur, dass wir, und jetzt kommt so ein Wort, oh, da haben Leute echt ein Problem mit. Weil, also ich sag's jetzt kurz, das heißt, Gott will, dass wir finanzielle Freiheit erleben. Und dann sagen die Leute mir immer, das darfst du nicht sagen, es gibt auch arme Christen. Ja, es gibt auch noch Christen, die sitzen vielleicht hier vorne, ne? So hier. Ne? Aber der wesentliche Unterschied ist, dass die ja noch meist glücklicher sind als wir. Denn die erleben das dann komischerweise an. Die machen sich nicht ständig Sorgen, wie sie ihr Geld verdienen. Die machen sich nicht ständig Sorgen um dies und das und was wir uns jetzt kaufen müssen. Ne? Wir sollen dankbar sein alle Zeit. Warum sind wir so frustriert, wenn es ums Geld geht? Oh, Monatsende. Gib ihm halt mal einfach diese Verantwortung. Gib ihm dein Leben doch mal voll in die Hand. Versuch's doch mal. Und ich wünsche mir so von ganzem Herzen, echt, und das meine ich ernst, ich habe davon ja nichts, ne? Ihr könnt ja nach Hause gehen und denken, was ein Freak, ist mir alles total furzpipigal. Ich mache das nur, wenn mir das am Herzen liegt, dass ihr und ich immer weiter darin wachsen und ihm dieses Zepter, das wir so krampfhaft versuchen festzuhalten, weil es einen Geist des Mammons gibt. Oh, jetzt wird es freaky für alle, die nicht irgendwie. Aber wenn du Fragen hast zum Mammon, frag mich, okay? Also, da gibt's, wir halten das so fest, ne? So extrem. Und am Ende können wir doch nichts mitnehmen. Und dann ist das schon alles aus Gold. Ne? Das ist wie 180 auf Autobahn. Man kommt an eine Wand und wir fahren trotzdem da und dagegen. Könnte man meinen, wir kommen irgendwann auf die Idee, dass wir dann mal irgendwann auch mal um die Kurve fahren. Nee, wir kaufen uns ein neues Auto und. Ne? Und er sagt es uns doch. Und wenn,
Und das ist das Grundproblem, glaube ich, von uns Christen manchmal. Es gibt so Monsterbücher, so groß und noch größer. Die machen immer so Auslegungen von Bibeltexten. So, jetzt sage ich dir was. Ich glaube, Gott war nicht total bescheuert. Nicht total bescheuert. Weil wenn der gesagt hätte, wir brauchen Auslegungen, hochtheologisch, und eigentlich ändert sich in der Bibel eh alles in 2000 Jahren, dann hätte er das irgendwie anders gedacht. Aber er sicher nicht eine Bibel geschrieben oder schreiben lassen, die uns heute noch Antworten gibt auf unser heutiges Leben. Und wenn da was drinsteht, wie sei dankbar alle Zeit, gebe deinen Zehnten und ich werde dich versorgen, und dann sagt er ein einziges Mal in der Bibel und fordere mich heraus. Der sagt das, ne? Der sagt da, fordere mich heraus, gib mir meinen Zehnten und ich versorge dich. Und dann sagen wir, ja, also das ist so. Also pass auf, damals gab es Lämmer und da gab es Kälber. Und also das mit dem Zehnten, da fangen wir auch brutto, netto, Nachkosten, Vorkosten. Oh, Alter, können wir schwer sein, ey. Und ich glaube, es ist viel einfacher, wenn wir einfach mal das tun, was da drin steht. Und das mal versuchen. Und dazu lade ich euch einfach nur ein, das in eurem Leben heute mal festzumachen und diesem Gott das Zepter zu übergeben, Stück für Stück. Da geht nicht von heute auf morgen, weiß ich selbst. Und anzufangen, diesen Zehnten zu geben und ihm diese, muss ja in den Zehnten anfangen. Was ich, 10% ganz schön viel. Mach mal 3 oder so, fang mal 8. Ist schon mal besser als nichts, ne? Und sag ihm das auch mal, wenn es nicht läuft, ne? Der hört ja. Und wenn du was nicht verstehst, dann mach dir einfach mal den Spaß. Und setz dich mal hin und erklär's ihm. Ja? So diese BWL dieser Welt. Und diese Ökonomie dieser Welt. Und diese Dispozenten dieser Welt. Erklär's mal. Ruf mich an, sag, was passiert ist. Weil ich glaube, dass er uns versorgt. Und ich bin jetzt seit einem Jahr wieder voll gut selbstständig, also mal wirklich mal auf dem Wasser laufend, mit so einem neuen Unternehmen. Und jetzt mag ich euch mal kurz aufklären, also die Finanzberater in dieser Welt hier, vor allem in Deutschland, die stehen so ungefähr bei den unbeliebtesten Menschen dieses Planeten, so mit den Politikern, die sind sogar noch besser als wir. So, und da mache ich mich selbstständig, ne? Und dann rufen mich meine Partner und sagen, oh, warum machst du das? Komm nach London, du bist so ein schlauer Fuchs. Und du kannst auch Investmentmanagement und bock, 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 bock. Und ich sage, nee, ich mache einfach mal das, was er sagt. Und funktioniert. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann kann es sein, dass mir was zeigen will. Kann passieren. Aber ich bin ja dankbar alle Zeit, ne? Und ihm gehört ja eh alles. Ne? So sind wir Christen ja, ne? Nehmen wir es immer alles beim Wort. Mann, das hat auch keiner gesagt, dass es einfach wird, ne? Nur ich glaube, dass Gott will, dass wir frei sind von diesem Geld und diesem ständigen Hin und Her. Weißt du, da gibt es die Tagesschau, guckt vielleicht der eine oder andere, gibt es immer Börsennachrichten. Also wisst ihr was, die sind sowas Wertloses. Also verstehen tut es eh keiner. Das ist das Erste. Und was hast du denn davon, wenn der DAX um 2% gestiegen ist oder gefallen ist? Ha? Nix. So. Und das wünsche ich mir, dass ihr das echt. Und wisst ihr, sucht euch jemanden in eurem Leben, der euch da echt unterstützt. Sagt ihm das auch mal. Du, pass auf, ich will das mal ernst machen. Ich will das mal ausprobieren. Und du sorgst dafür, dass ich da dran bleibe und unterstützt mich da und bet auch mal für mich. Und wegen mir, ne, also ich hätte ja voll Bock, euch alle, ne, wirklich beten und mitreden und austauschen und euch, ne, mag voll, ich habe echt Lust, euch kennenzulernen und mehr von euch zu erfahren und wie das so bei euch funktioniert. Ne? Nicht, weil ich beraten will, das eh sein Ding, da muss ich mich nicht drum kümmern, sondern weil ich glaube, dass Gott das echt, der will das. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das echt festmacht. Und dass ihr da nicht locker lasst. Und dem auch mal sagt, ne, so mache ich nicht. So.
Jetzt komme ich nochmal so an so einen heiklen Punkt, der... Jetzt haben wir das alles verstanden, ne? Check mal, ne? 10. Geber. 100% übernimmt er. Wir sind nur der Ausgeber. Und treue Verwalter, das sagt er auch. Also, ne, so ein Kurs, den ich da eigentlich noch mache, dauert 6 Monate. Also ich versuche ja alles in deinen Stunden zusammenzubringen. Gibt es auch das Thema Arbeiten. Oh, das ist schwer, ne? Arbeiten. Warum arbeite ich eigentlich, wenn der mich versagt? So ein Schnitt. Das ist halt so. Das will der auch. Und ich sage dir mal eins, ne? Also die Menschen, die haben mal so Ideen, so mit 60 in Rente zu gehen oder vielleicht auch schon mit 50. Was machen die denn dann? Zu Tode betrübt mit ihrem Geld. Wenn sie es erleben. Die sind doch auch nicht glücklicher. Die suchen sich irgendeinen anderen Quatsch. Wo sie dann, also, arbeiten dann doch wieder, weil wir sind halt so ein bisschen so gemacht. So. Und jetzt gibt es Menschen, und davon kenne ich ganz viele, die arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen. Und das machen echt ganz, ganz viele. Das machen auch ganz, ganz viele Christen aus dieser Motivation heraus. So, und das kann anstrengend werden. So, wenn es dann mal darum geht, Kurzarbeit, Konjunkturflaute, wenn es mal darum geht, dass der Chef scheiße ist und wenn es mal darum geht, dass mir der Job eigentlich mal auch gar keinen Spaß macht und ich glaube, und da lehne ich mich immer für viele Menschen aus dem Fenster, aber ich weiß nicht, warum das anders sein soll, dass Gott schon will, dass wir Freude an dem haben, was wir tun. Und da gibt es Menschen in meinem Umfeld, und da gibt es mit diesem Geld immer so ein Problem. Weil dann haben die so das Gefühl, ich sollte vielleicht was anderes machen, weil ich glaube, das ist jetzt dran. Aber das mit dem Geld, ne? Das ist sicher ist. Ob ich dann auch genauso gut verdiene, ich mir dann alles noch leisten kann. Und wenn du das feststellst, dann geht es da schon wieder nur um dich und um mich. Was ich mir leisten kann, um mein Geld, ob ich da so viel verdiene, das ist ja nicht dein Problem. Haben wir gerade gelernt. Ist sein Problem. Was nicht heißt, dass du jetzt bitte heute deine Koffer an der Uni packst und sofort alles hinschmeißt und nach Uganda gehst und Missionen machst. Wenn dann dir das aufs Herz legt, dann sollst du eins machen, nämlich prüfen. Ne? Rat holen, steht in Sprüchen. Aber mach das auch mal. Und trau dich das auch mal. Und hinterfrag das auch mal. Und vielleicht, und davon kann ich euch, also in der Finanzwelt, da arbeiten Menschen, also die haben was studiert, da dreht ihr am Rad. Die haben mal gar nichts, aber auch gar nichts mit irgendwas Ökonomischem zu tun. Also Philosophen, Geisteswissenschaftler. Ne? Alter Schwede, ey. Und ihr kennt euch mit Zahlen aus, könnt rechnen, ne? Könnt Zinsen und so. Das ist halt so. Weil wenn dann mal die Leute Lust drauf haben, dann machen die das auch. Und dann werden die auch noch selbstständig, dann sind voll verrückt. Ne? Kein regelmäßiges Einkommen. Selbstakquise, Vertrieb, ne, Menschen vertreiben. Und ich glaube, und das geht nicht von heute auf morgen. Du wirst jetzt nicht rausgehen und dann sofort wissen, was mache ich jetzt. Ne? Sondern ich glaube, das ist vielleicht wie bei mir in meinem Leben. Da lernst du Bankkaufmann und fragst dich irgendwann und machst da aus ein bescheuertes Investmentfachwirt gedünst. Da fragst du irgendwann, was soll diese völlige, schwachsinnige Arbeit hier eigentlich? Warum habe ich jahrelang, Stunden für Stunden in diesem schwachsinnigen System verbracht. Und heute glaube ich einfach, dass es dazu dient, dass ich solche Sachen machen kann wie heute, weil jetzt kann ich euch nicht davon erzählen, dass ich so für doofe Dinge machen musste. Und was so für verrückte Dinge da in dieser Welt passieren. Und vielleicht passiert das bei euch auch. Oder vielleicht kommt ihr gleich in die richtige Richtung. Aber müsst halt ihr nicht reden, ne? Müsst ihm halt mal fragen, müsst ihm halt mal das Zepter geben, ne? Ihm die Nummer 1 sein lassen.
Und das ist nicht einfach, das weiß ich doch auch. Aber ich glaube, das ist mein Ziel. Also ich stelle mir das so vor, ich möchte mein Leben, weil ich habe ja keine Ahnung, wie lange es geht, ne? Also ich möchte, dass die Leute über mich sagen, ist vielleicht ein verrückter Typ gewesen und ich mag nicht alles, was er da macht, ne? Aber ich glaube, das war ein Mann Gottes, der nach seinem Reich getrachtet hat und der versucht hat, mit seinem Leben die frohe Botschaft zu verkündigen. Und jetzt denkst du dir, das kann ich nicht, weil mit meiner Branche geht es nicht. Sagt er, ne? Ich bin in der Finanzbranche, ne? Schlimmer geht's kaum. Also, weißt du? Und das wünsche ich mir einfach echt, dass ihr da dran bleibt, dass ihr das wirklich mal so richtig in euer Herz reinlasst und dass ihr da mal wirklich betet und das ernst nimmt und einfach auch mal sagt, danke Papa, dass ich weiß, dass du the number one in meinem Leben bist. Und wenn du das bist, dann gebe ich dir auch alles und dann auch mein Geld. Fangen wir mal mit 10 an. Vielleicht gibst du mal 90. Geil, ne? 90, weil du vielleicht genug verdienst und du einen geschlossenen Kreis hast und genug hast zum Leben und dir alles leisten kannst, was du brauchst. Das ist geil, ne? Darauf habe ich Bock. Finde ich cool hier. Ne? Ich wünsche euch das echt von Herzen. Und damit mache ich meinen offiziellen Teil zum Schluss und wünsche euch echt das Beste von Herzen. Amen.